Ja. Okay, ich sehe schon wieder. Wir müssen jetzt einfach mal die Zähne zusammenbeißen, jetzt noch ein bisschen die drei Provinzen befreien, die wir da haben. Und danach wird erstmal gechillt. Dann werden wieder, machen wir ein bisschen Main Story, ein bisschen Challenges. Weil ansonsten wären wir hier ja überhaupt nicht mehr glücklich. Ich überlege jetzt gerade, ist das jetzt, zählt das hier eigentlich, ist das ein, oh Gott. Ist das jetzt hier eigentlich so eine richtige, okay, wow. Kann ich mir erst vor kurzem ein bisschen Munition holen, weil ich glaube, dass das hier eskaliert. Oh, wie wär's, wenn ich mir hier einfach einen Panzer hole? Eine Minute. Die Minute warte ich jetzt aber noch. Spezial. Das ist der Granatwerfer. Stimmt, ich habe aus Versehen den Granatwerfer vorhin genommen. Der war aber ziemlich geil, muss ich zugeben. Muss sagen, ich hatte sehr viel Freude an diesem Granatwerfer. Ist es das, was wir vorhin neu bekommen hatten? Ah, ne, das ist dieses... Ach, ne, Thunderbird hatten wir neu bekommen, ne? Bewahre im Schilde aus der Distanz auszustellen. Ich bleibe jetzt mal bei dem. Muss ganz sagen, irgendwie hat er mich überzeugt. Ich fand den ganz nice. Neuen Heli hatten wir bekommen. So, gib mir. So, wir zerstören jetzt nämlich dann gleich alles mit unserem Panzer. Warum habe ich denn jetzt ein Flugzeug ausgewählt? Bin ich irgendwie bescheuert? Warum habe ich ein Flugzeug ausgewählt? Wie durch kann ich denn sein? Weil er jetzt erst freigeschalten ist. Never mind. Gut, dass ich das so oft machen kann, wie ich will, ey. Gut, dass mir das einfach scheißegal ist. So, dann mal los. Ich hoffe, dass wir einfach so schnell und so viel wie möglich vom Panzer aus zerstören können. Der Panzer hält ja ordentlich was aus. Weiß nicht, ob es fürs ganze Gebiet reichen wird, aber es wird auf jeden Fall gut was hermachen. Oh, das war's? Geil, Alter. Das war's auch schon. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass das ein bisschen angenehmer wird. Oh, das ist eine Miezi. Das ist aber auch spannend. Was macht die denn? So, das ging jetzt so ein bisschen in die Hose. Macht aber letztendlich nichts. Muss ich hier keinen rufen? Was ist denn los, Jungs? Ja, was ist denn los, Jungs? Habt ihr nicht auch zufällig gerade irgendwo einen schönen Panzer rumliegen? So, ich mach mal hier Platz. Und dann schalte ich dich erstmal aus. Ne, ohne Witz, soll ich euch was sagen? Das mit den zielsuchenden Granaten ist der übelste Scheiß. Wo ist denn das? Turbotriebwerksicherheit, mehr Sprengsätze, nee. Ist das nicht hier? Glasgranaten? Granaten suchen Ziele. Das ist total bescheuert. Ich will, dass die Granate da explodiert, wo ich den Scheiß auch hin tue, weißt du? So, und da ich jetzt gerade das Ding ausgemacht habe. Okay. Alles klar, so, er ist am Abstürzen, er aber nicht. Aber gleich.
stressig. Und so, das Tor ist wieder zu, ey. Okay. Wenn ihr wollt, machen wir das gerne anders. Glaubst du wirklich, das interessiert mich? Ich zerreiß hier alles mit meinem Granatwerfer. Glaubt mir das. Und ich sterb von mir aus. Der Granatwerfer ist dann wieder aufgeladen und wird euch einfach auseinandernehmen. Aber hier ist auch zugegebenermaßen echt krasser Shit unterwegs. Muss ich da aktivieren? Das klingt irgendwie gar nicht gut. Du sollst ruhig darüber. Unterstützung kommt, Rico. Willst du das empfangen? Ja. In der Tat will ich das. Jetzt kann ich nämlich, glaube ich, das Tor da oben öffnen, sodass es auch wirklich was bringt. Das habe ich ja gerade eben schon mal gemacht, da war aber die Unterstützung quasi noch nicht ready. So, Leute, auf geht's. So, ich habe schon alles verballert. Ist das halt so. Schön aus der Luft. Oh nö. Rico, deine Verstärkung kommt. Ist der Weg frei? Der Weg ist frei, mach hinne. Ja, schön, Leute. Ballert das Ding einfach mal kaputt. Schön. Ich kann hier wirklich Unterstützung gebrauchen. Ja, das sieht schon gut aus. Sag mir mal lieber, wo der Rest ist. Ist ja noch sau viel Zeug. Jetzt hab ich mir einer weggesnipert. Einfach so. Egal, da wieder volle Munition. Das ist mir egal. Boah, das ganze Chaos ist echt anstrengend, muss ich sagen. Okay, pass auf. Ich weiß nicht, ob die Truppen jetzt direkt wieder da sind. Das könnte Ärger geben. Ob die direkt wieder Bock haben, aber wir machen mal auf. Ich hab ihn erwischt. Warum willst du eigentlich das Tor aufmachen? Ich mach das auf. Warum muss ich da hinten wieder so ein Ding hacken? Ah, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Entweder hier. Ja, es ist da drüben. So. So, der Sniper-Kollege da oben, der geht mir jetzt erstmal tierisch auf die Nüsse. Kopf hoch. Ich glaube, das war ziemlich stark. Ich dachte echt, ich könnte es mit meiner Granate hinkriegen. So, Transponder im Arsch. Oh shit. Aber ist nicht mehr viel. Gleich haben wir's. So, was genau fehlt jetzt noch? Ich muss einmal diese... Was ein bisschen... arg ätzend werden könnte, ist diese Dinger zu aktivieren. Ich glaube, das wird hart. Schalte den Basiskommandanten aus, Rico. Er darf nicht überleben. Wo ist er denn?
Ist er wieder in einem seiner Helis? Alles klar. So, der Basiskommandant kann mich mal. There we go. So, jetzt muss ich halt nur noch dieses Zeug aktivieren. Und noch irgendwas ist hier am Leben. Du! So. Das ist es, was ich jetzt noch aktivieren muss. Das könnte jetzt übel werden nochmal. Ach so, naja, das ist... Ach so. Ups! Flieg! Okay, nee, ist doch nicht so schlimm. Ich habe jetzt wieder an was anderes gedacht. Ja, muss nur die Dinger jetzt wieder finden. Hier nicht eins? Ah ja, hier. Da wollte ich hin. Oh. Einer noch, oder? Nee, hier sind die Waffen. Ist weiter da drüben. Hier. Muss nicht hier sein? Nein. Bin ich blind? Ah, hier. Komm! Feierabend! Puh. Okay. Sniper-Wahnsinn, oh je. So, wir steigen hier direkt ein und schnappen uns hoffentlich gleich die nächste Basis, die dann da wäre. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es da drüben ist. Deswegen setze ich hier gleich direkt mal einen Wegpunkt. Was anderes kann ich mir nämlich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ach, ich sehe dann eine Statue. Es ist also eine Stadt. Da-dam. Seid gegrüßt, Bürger von Medici. Die Sprengung von Espia Alta verlief wie geplant. Es ist nicht angebracht, überrascht zu sein. Die Pläne hingen seit Wochen an eurer DRM-Station aus. Man könnte fragen, ob diese sorgfältig und mit Nacht kontrollierte Zerstörung auch einmal ein Ende findet. Wir haben Feinkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Tja, weißt du was? Lieber Medici am Arsch. Weitere Schiffe sind unterwegs, um euch zu unterstützen. Es lebe das Volk. Richtig, es lebe das verdammte Volk. Ach, das war's schon? Okay. Ja, warum nicht mal wieder was Schnelles? Sehr schön. Sowas habe ich doch gerne. So eine Stadt befreien macht durchaus sehr viel Spaß. Das dauert nämlich keine Minute. So. Siehst du, diese Stadt ist befreit und dann würde ich sagen, wird da drüben wahrscheinlich noch was sein. Gehört jetzt wieder dem Volk. So muss es sein. So, da werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger unterwegs sein. Wollte ich noch. Ja, mal ganz kurz geguckt, ob wir das vielleicht noch gar nicht hatten, das Auto. Weiß man's? Ich kann mir das Aussehen der Autos jetzt leider nicht so merken. Das ist leider nicht so wie damals... zu GTA-Zeiten, wo man jedes Auto auswendig kannte. Was halt daran lag, dass du immer mit Autos unterwegs warst. Hier musst du halt nicht, also dementsprechend weißt du sowas auch nicht. Falls sie länger nicht mehr dort waren, können sie jetzt mit ihren Brüdern und Schwestern ihre neu gewonnene Freiheit feiern. Alles klar, lass uns feiern. So, wenn wir einmal komplett darüber ziehen, dann glaube ich, könnten wir die Insel vielleicht sogar schon fertig haben.
Oder ist hier noch was? Nein. Das haben wir Gott sei Dank gerade gemacht. Sieht nur manchmal noch so aus, als wären da noch so rote Streifen, was ja immer bedeutet, da müssen wir noch irgendwas was erledigen. Aber gut, ne? So. Ich gehe mal schwer davon aus, dass da drüben nochmal so eine Art Dorf ist. Und Dörfer befreie ich mittlerweile wahnsinnig gerne. Dörfer sind einfach so viel chilliger als diese Militärbasen. Die dann schon echt teilweise richtig heftig anstrengend sind. Aber das ist auch irgendwie verständlich, oder? Ist hier schon ein Schild? Hier ist ja schon ein Schild. Können wir direkt mal chillen. So. Ja, erstmal wieder einrenken. Hier ist es tatsächlich ein bisschen mehr. Aber selbst wenn hier ein bisschen mehr ist, ist es immer noch sehr, sehr, sehr viel angenehmer als alles andere. Ich bin sowas. Brauche weitere Unterstützung. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. So, hier ist halt dann diese Polizeistation. Aber die sind halt auch easy ausgelöscht und schnell. Gerade jetzt mit diesem super neuen Granatwerfer. Ganz ehrlich sagen, ich glaube, hier wird das sogar super einfach. Da ist sie ja auch schon. Ich sag's euch, ich bretter da jetzt gleich mit dem Granatwerfer rein. Okay, gar nicht mehr so viel Munition noch über. Aber ich glaube, es ist trotzdem geil. Unterstützung ist unterwegs. Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. Guck mal, die sind doch völlig überfordert hier mit dem, was ich mache. Und da ich diese Polizeistation kenne, gibt es für mich hier nämlich genau die Munition, die ich will. Boom. Wo wir auch beim Thema sind, Chaos anrichten, ist jetzt übelst einfach. Wenn du einfach so wahnsinnig viele Granaten auf einmal schießt, da hat keiner mehr eine Chance gegen dich. Wenn das nicht feierbar ist... Wir zentral. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Bodentruppen, das ist ja süß. Ich sehe gerade, hier ist noch irgendeine Gefängniszelle, die ich noch machen muss. Panzer sind unterwegs zu eurer Position. So, ich würde eigentlich sogar ganz gerne jetzt mal 5 Sterne wieder. Wie neutral. Ich hatte gerade 4. Ich hatte mich gefreut. Ich bin hier so noch im Visier? What? Wie können denn auf einmal 4 Sterne weg sein? Wie ist das denn möglich? So, nur noch ein Schild. Wo ist es denn? Ah, da drüben. Ja, das war jetzt aber komisch. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Alle Einheiten hierher. Habe ich nicht verstanden, warum die jetzt keinen Bock mehr hatten, mich zu suchen. So. Einfach so. Sind schon unterwegs zu euch. Wow. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sicht du kannst mich mal, es ist vorbei. So. There we go. Sehr schön. Wieder ein Schritt Richtung Freiheit. Oh, das ist ein großer Schritt Richtung Freiheit. Aber irgendwas fehlt noch. Das bedeutet, in diesem Gebiet kann es ja dann eigentlich nur noch wieder hier diese... Naja, es könnte noch mehr sein. Sehr wahrscheinlich ist diese Bohrinsel. Oh, nee, hier haben wir sogar noch was Kleines. Aber das ist wirklich klein, das sollte schnell vorbei sein. Ich glaube, da holzen wir einmal ein bisschen damit rein und ist hier vorbei. Die Lage ist eskaliert, das kann man so sagen.
Oh, sogar falsche Ballerei gemacht. Ah, Hilfe! Wo ist denn der letzte Scheiß-Tank? Ah, Hilfe! Ah, da drin natürlich. Oh, wie der kein Mensch sieht, ey. So, haltet die Backen. There we go. Hier sind Leuchtfackeln, die kann ich sogar ziemlich gut gebrauchen. Und Waffen haben wir hoffentlich. Nee, jetzt tatsächlich wollte ich das was anderes haben. Ich würde mich jetzt nicht als Held bezeichnen, aber trotzdem nett von dir. So, Richtung stimmt. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, wie viel wir schon befreit haben. Ob das dann da hinten, diese Bohrinsel, die letzte wäre. Aber das kriegen wir schon hin. Wie, Twitch ist mal wieder on point. So, ne, diese Flugdinger sind mir jetzt erstmal egal. Keine Challenges. Wir machen jetzt erstmal noch diese Bohrinsel da hinten. Schaffen wir es rüber, sollten wir das Schiff nehmen? Ich glaube, wir schaffen es diesmal rüber. Diesmal sollten wir genug haben. 4 von 5, ja, nice, das ist das letzte, super. Oh, ich habe jetzt schon wieder kaum Speed, ey. Ah, ich glaube, ich werde mir schneller das Schiff schnappen. Ich denke mal, ich werde damit schneller sein. So. Falsche Richtung, Chef. Ein guter Tag zum Schwimmen. Ich finde das so gemein von ihm. Boah, ist ja ein Fischerboard, das ist ja super schnell. Da erreicht er wieder nur knapp seine 20 Knoten. Na, immer noch besser als ewig zu schwimmen. Ja, das ist definitiv immer noch besser. So. Habe ich Munition? Weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt gerade alles verballert. Hier hätte ich nämlich gerne volle Munition, dann geht das nämlich übel schnell. Ja, ich brauche jetzt hier nicht extra rumgucken. Das Ding ist gleich erledigt und dann ist es wurscht. Boah, das Fischerboot, ey. Ich trinke hier nebenbei was. So, komm. Wellen steht mir bei. Nicht gegen mich. So, reicht das jetzt endlich? Das ist ja wahnsinnig schlimm. Ich wollte eigentlich gar nicht aus dem Boot raus. Die wollen mich hier wohl nicht. Oh Gott, komm. Den Rest schwimmen wir, das dauert mir zu lang. Ja! Ich habe wirklich keine Munition mehr davon. Das ist sehr tragisch. Aber hier gibt es garantiert irgendwo Munition, die ich sehr gut gebrauche. Verballer auch direkt mal alles, was wir haben. Kriegen das jetzt auch so hin, müssen jetzt nicht unbedingt mit dem Granatenwerfer arbeiten, auch wenn das natürlich sehr schön wäre. Weil hier das schon echt sehr geil wäre eigentlich. Boom, Junge! Gib ihn! Nice!
hätte gedacht, ich hätte vielleicht... Alter! Wir schicken Boote zu eurer Position. Ich weiß, ich werde instant abgeschossen, aber ist mir egal. Diesmal sind sogar zwei Gebiete da. Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Okay, Dead Ragdoll-Effekt. Ich würde sagen, da habe ich mal... Bin ich mal etwas länger geflogen. Hier bin ich. Ich will, dass wir die 5 Sterne bleiben. Oh ja, kommt mal her. Schiff bin ich auch gefundenes Fressen eigentlich. Ja. Das ist jetzt der Moment, wo man eigentlich echt sterben könnte. Dann hat man nämlich auch keinen Stress mehr. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Los! Okay, Musik ist aber nice, oder? Ach, guck mal, hier sind auch wieder unten so Teile. Dann verstecke ich mich mal ganz kurz. Bleib auf dem Schiff. Geh ans Geschütz, Junge. Okay. Wie kann man nur so lästig sein? Guck mal, von hier unten können sie mich gar nicht sehen. Das ist ja praktisch. Oh, da kann ich ja ein bisschen ausnutzen noch. Ich konnte es immer noch ein bisschen ausnutzen. Ich habe 5 Sterne. Ich wollte ja unbedingt die 5 Sterne haben, wegen einem ganz bestimmten Grund. So, und zwar, jetzt müsst, aber ich bin wahrscheinlich zu weit weg. Ich kann die 5 Sterne wahrscheinlich nicht lange genug halten. Nein, hier ist leider keine Kirche in der Nähe. Ich muss mal 5 Sterne erreichen und eine Kirche in der Nähe haben. Denn dann, meine lieben Freunde, kann ich ein Achievement freispielen. Und das fände ich natürlich ziemlich nice. Alter, die ballern dich so kaputt, Mann. Okay, ich sehe nichts mehr. Tot. Aber soll ich was sagen? Das ist gut. Das ist verdammt. Und was ist jetzt mit dem Benzin, ihr Penner? Hallo, Rico. Keine bösen Wörter. Wer ist denn hier überhaupt noch? Was ist hier überhaupt noch zu tun? So, habt ihr mal Bock? Ja, da guckt ihr blöd, hä? Wenn ich euch plötzlich alle zerreiße. Die Explosionssounds sind echt der Wahnsinn. Das hält ich halt echt bei der Stange, weil das so dermaßen geil gemacht ist. Das sind nur noch die unten, oder? Nee, du da drüben noch? Jetzt glaube ich, war es unten noch irgendwo einer. Nö! Hat's erwischt? Stark. Und das ist die 5. von 7 Provinzen auf dieser Insel. Gott sei Dank. So, was wäre jetzt... jetzt müssen wir nochmal hier rüber... Ne, hier. Oder ist hier? Was ist denn hier? Also das ist... definitiv alles vorbei. Hier könnte eine kleine Stadt sein. Hier im Hafen ist ziemlich safe was. Und hier wahrscheinlich ist auch noch was ziemlich Großes. Dann packen wir es da mal ein und werden da noch ein bisschen eskalieren. Und dann sind wir wirklich fertig erstmal. Und dann müssen wir echt mal ein bisschen entspannen.